Hi und willkommen zu Westmünsterland Barbecue. Heute wird es richtig lecker. Wir machen was richtig, richtig Leckeres fürs Herz und fürs Auge und für den Geschmack natürlich. Und zwar ein Pommes-Burger. Ein Burger mit Pommes und einer Chili-Cheese-Soße. Richtig, richtig gut. Freut euch drauf. Ja, womit wir anfangen, das mit den Pommes, das machen wir als erstes. Die müssen wir ja noch ein bisschen einweichen. Wir machen die nämlich selber aus schönen kleinen Kartoffeln. Ich habe das ja in einem meiner letzten Videos schon gemacht mit Süßkartoffelpommes. Und dieser Trick, wie man die tatsächlich richtig knusprig bekommt, klappt auch mit normalen Pommes. Ein überragendes Ergebnis. Ich habe persönlich, ich habe das getestet hiermit. Und ich habe noch nie so gute Pommes selbst gemacht. Und das macht ihr genauso wie in dem Video. Das verlinke ich euch jetzt hier oben. Da könnt ihr nämlich dann gucken, wie das funktioniert. Ja, ich fange erstmal an. Ich werde erstmal unsere Kartoffeln ein bisschen aus der Schale befreien. Ja, die Schalen mal zur Seite. Und dann schneiden wir unsere Kartoffeln erstmal. Die schneide ich natürlich ungefähr so, dass wir schöne kleine Pommes nachher bekommen, sprich alles so ungefähr dieselbe Breite. Und dann schneide ich hier anschließend solche Stäbchen raus, dass wir also quasi schon die Form der Pommes haben. Ungefähr so sollten die dann alle aussehen. Da haben wir die Pommesstäbchen oder die Kartoffelstäbchen jetzt schon mal soweit fertig. Sehen alle ganz gut aus. Und jetzt habe ich hier mein Wasser-Essig-Gemisch mit 10% Essig und der zieht mir richtig schön die Stärke aus dem Pommes raus. Wie gesagt, es kam eigentlich durchs Experimentieren mit Süßkartoffeln, aber es funktioniert mit normalen Kartoffeln natürlich genauso, weil die haben nämlich auch Stärke. Und das lasse ich jetzt 40 Minuten erstmal in dem Wasser-Essig-Gemisch. Die Kartoffeln liegen jetzt schon ein Weilchen in der Flüssigkeit und die Zeit dazwischen werden wir schon mal ein wenig nutzen. Und zwar sinnvoll und nehmen uns unser Hackfleisch. Ich habe hier 800 Gramm Rinderhack, sollte auf jeden Fall für 4 ordentliche Burger reichen, wenn nicht sogar 5 bis 6, je nachdem, wie viel Fleisch man da drin haben will. Das werde ich als erstes ein wenig würzen mit Salz und Pfeffer. So. Und dann knete ich. Dann knete ich das Ganze schon mal ordentlich durch. Wie gesagt, ungefähr so lange, bis die Eiweiße da drin so ein bisschen Fäden ziehen. Dann hat das nachher eine schöne Bindung. Dann nehmen wir uns hier mal so ein bisschen was raus und formen hier schon mal so eine schöne Frikadelle oder ein schönes Patty, wie man ja auch sagt. Und das Ganze drücken wir dann schön platt. Wer mag, kann natürlich auch so eine Burgerpresse nehmen, aber es funktioniert natürlich auch per Hand. Macht es auf jeden Fall ein bisschen größer als die Burgerbrötchen oder Burgerbuns, weil die ziehen sich natürlich noch ein bisschen zusammen. So, haben wir eine ordentliche Größe. Vorsichtig lösen. Und dann geben wir die schon mal hier drauf. Ich habe hier ein bisschen Öl drauf getan. So, auch ruhig ein bisschen Öl oben drauf. So sind sie einigermaßen rund. So, und Katze will auch schon, kriegt nichts. So, und das Ganze decke ich jetzt ab und stelle es erstmal so lange in den Kühlschrank. Als nächstes machen wir unsere Chili-Cheese-Soße. Was wir dazu alles brauchen, habe ich hier schon mal stehen. Hier ist ein bisschen Milch, hier haben wir ein bisschen Weizenmehl. Ein paar Jalapenos werden wir natürlich noch nutzen. Ein Stück Cheddar-Käse. Ich nehme lieber ein Stück Cheddar-Käse, weil dieser geriebene, dieser vorgeriebene, hat meistens so ein Trennmittel und das vereinigt sich nicht so schön oder schmilzt nicht so schön nachher in der Soße. Hier haben wir etwas Butter, ein bisschen Paprikapulver und ganz wichtig natürlich ein Topf. Den steht schon mal hinten auf dem Seitenbrenner. Und, ach ja, einen Schneebesen brauchen wir auch noch zum Arbeiten. Ja, dann ab zum Grill. Ja, wir machen unsere Käsesoße auf Basis einer Mehlschwitze. So ist eigentlich in der Küche relativ üblich.
Das heißt, wir nehmen uns erstmal etwas Butter. Das sind vielleicht so 50 Gramm hier. Die werden wir jetzt schmelzen lassen. Macht die Temperatur nicht zu hoch. Die Butter soll auf keinen Fall Farbe bekommen. Das heißt, sobald die Butter auch geschmolzen ist, werden wir etwas Mehl hinzugeben. Auch das so ein bisschen nach Augenmaß, aber man kann grob sagen, dasselbe Verhältnis wie zu Butter. So, jetzt haben wir hier Mehl, das rühren wir vorsichtig ein. So, dass es keine Klümpchen gibt. Deswegen nicht zu viel auf einmal rein. Jetzt haben wir hier ein bisschen Milch. Die rühren wir langsam ein, sonst gibt das auch Klümpchen. Wie gesagt, wichtig ist, dass man das Ganze auch vorher etwas erhitzt, da sonst der Mehlgeschmack nicht weggeht. Ja, man sieht schon, das dickt also enorm an. Ja, und jetzt mit der Milch kann man natürlich ein bisschen steuern, die Konsistenz. Nicht vergessen, es kommt natürlich gleich noch ein bisschen Käse rein, der auch natürlich das Ganze noch andickt. Und immer schön rühren. Sehen, dass ihr auch das Mehl aus der Ecken rauskriegt oder vom Rand. Das ist jetzt quasi eine klassische Béchamel-Soße, die man auch übrigens für eine Lasagne so verwendet. Also es war bestimmt jetzt so ein halber Liter Milch. Jetzt geben wir nach und nach den Käse rein. Den Cheddar-Käse habe ich schon mal so ein bisschen klein gewürfelt. Dann schmilzt er etwas homogener. 300 Gramm habe ich jetzt hier von dem Käse reingerührt. Und jetzt haben wir hier schon eine echt schöne Konsistenz. Ein bisschen was für den Geschmack und ein bisschen was für die Farbe wäre zum Beispiel ein bisschen Paprikapulver. Die Soße an sich ist ja doch eher etwas flach, also von der Farbe. Und so kriegt sie dann noch eine etwas schönere, kräftigere, orangeliche Farbe. Top, sieht sie aus. Dann geben wir jetzt unsere klein gewürfelten Jalapenos rein. Das sind die eingelegten. Auch das waren jetzt so gute 100 Gramm. Und das Ganze verrühren wir dann schön. Habe ich eine Seite vom Grill schon mal ganz leicht vorgewärmt und da geben wir jetzt die Soße rein und halten die etwas warm. So, die Kartoffelstäbchen habe ich jetzt schon mal abgegossen und mit viel klarem Wasser abgespült. Und jetzt werde ich hier die so ein bisschen verteilen und anschließend etwas trocknen. Schön ein bisschen trocken tupfen. Etwas auswaschen oder ausputzen. Als nächstes habe ich hier etwas Kartoffelstärke, so gute 3 Esslöffel gehäufte, geben wir hier mal rein. Maisstärke geht natürlich auch. So, jetzt nehmen wir uns etwas Wasser und verrühren das Ganze so ein bisschen. Nehmt nicht zu viel Wasser, wie gesagt, nur so ein bisschen. Ich denke mal, das waren jetzt 75 Milliliter circa. Und zwar soll das nachher so aussehen, dass wir hier so eine weiße, sehr stärkehaltige Flüssigkeit haben. Wie gesagt, wir haben zuerst die Stärke aus der Pommes rausgeholt. Jetzt fügen wir von außen ein bisschen wieder was zu. Und genau das macht die Pommes richtig knusprig. Da geben wir jetzt unsere Kartoffelstäbchen rein. So, verteilen das ein bisschen. Der Grill müsste jetzt auch eigentlich so weit heiß sein, dass wir die Burger-Patties braten können oder grillen können. So, unser Fleisch grillen wir jetzt erstmal an. Das Öl sorgt natürlich auch noch so ein bisschen dafür, dass es nicht so am Guss rosthaftet oder generell am rosthaftet. Die Burger Buns, die können wir auch schon mal eben etwas anknuspern. Ja, ein bisschen Grillstreifen haben wir auch drauf gezaubert. Ja, da kann noch mal ein bisschen. Ja, und wenn die Patties jetzt fertig gegrillt sind, zumindest erstmal schön außen angebraten, geben wir sie etwas in den indirekten Bereich, wo
und lassen sie da noch ein bisschen durchziehen. Und wir halten sie natürlich auch warm. So, da sind sie. Und die gehen wir jetzt schön ins heiße Fett, ca. 190 Grad. Ist das heiß? So, natürlich darauf achten, dass ihr die Flüssigkeit nicht mit reingießt. Ach so, wie habe ich das letztens noch gemacht? Die besten Ergebnisse habe ich so erzielt, indem ich die einfach so einzeln so ein bisschen heißes Fett, indem ich die einzeln so ein bisschen habe reinfallen lassen. Achtet drauf, das Fett ist heiß. Bevor ihr euch verbrennt, macht das nicht so wie ich, macht es lieber anders. Fett ist nämlich echt heiß. Ja, zeittechnisch habe ich ungefähr 4 Minuten beim letzten Mal gebraucht. Einmal frittieren und nur 4 Minuten. Da war ich ziemlich begeistert von. Ruhig zwischendurch mal so ein bisschen durchschubbeln, weil die sonst durch die Stärke echt schnell aneinander kleben. Oder man verteilt die einmal so kurz mit dem Messer. Wie gesagt, immer schön aufpassen, heißes Fett. Ja, das Ganze lasse ich jetzt mal offen, dann habe ich es besser im Blick. Und wir bereiten uns schon mal den Burger vor. Geben unten etwas Salat drauf. Nehmt euch einfach irgendeinen Salat, der euch schmeckt. Ich habe hier so einen gemischten. Ich mache übrigens den Salat immer nach unten und nicht erst irgendeine Soße nach unten, weil das dann so ein bisschen oder nicht so schnell durchsaftet, wenn ich dann Soße drauf gebe. Aber die Soße kommt ja in diesem Falle eh nach oben, dann stellt das auch kein Problem dar. Ja, tatsächlich nach 4 Minuten werden die Pommes schön kross und dunkel. Kross werden sie auch schon etwas vorher, aber die sehen so hammergeil aus. Also ich habe noch nie so schöne selbstgemachte Pommes gesehen. Ich schütte die mal hier ab. Ganz toll von der Farbe. Und ja, da kleben jetzt 2 zusammen. Ganz toll und richtig schön kross. So, wir geben etwas Salz hin drüber. Hin drüber ist auch ein geiles Wort. So, jetzt Fleisch. Hier sieht man schon, wie sich ein bisschen Feuchtigkeit oben drauf bildet. Das heißt, es wird tatsächlich Zeit. Dann haben wir den Käse. Da bildet sich oben so ein bisschen Haut. Die kann man natürlich wegrühren. So, jetzt geben wir ein paar Pommes oben drauf. Also die Pommes sind dermaßen schön und sehen wirklich ganz toll aus und sind unglaublich kross. Das ist wirklich eine super Idee, wenn man die selber macht. Einfach mal vorher in Essig die Käsesoße. Also die hat eine ganz tolle Konsistenz. Also riecht auch echt toll. Ups. So, dann decken wir das Ganze mal zu und fertig ist der Burger. Hammer! Ja, und dann probieren wir. Der sieht so lecker aus. Ich bin ganz begeistert. So begeistert, dass ich mich schon wieder verbrenne. So, dann wollen wir mal probieren hier, eine der beiden Schönheiten. Es riecht unglaublich lecker. Also es riecht nach Käse, nach Fleisch, nach Chilis, nach Pommes irgendwie. Mm. Mm. Boah, ist der lecker. Leck mich fett. Ist der geil. Ist der geil. Der ist super. Den probiert mal aus. Ist unglaublich. Ja, sind ein paar Schritte zu machen, aber ich finde, das Ergebnis lohnt echt. Und wenn man mal ein paar Burger mehr macht, dann lohnt es sich noch umso mehr. Ich hoffe, ich bin nicht vollgesaut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann
abonniert meinen Kanal, klickt nachher auf meinen Kopf da am Ende des Abspanns, da könnt ihr dann abonnieren, auch nicht vergessen die Glocke zu drücken, dann kriegt ihr immer direkt eine neue Nachricht oder eine Nachricht, wenn ich ein neues Video habe. Hinterlasst mir einen freundlichen Kommentar und gebt einen Daumen hoch natürlich. Bis zum nächsten Mal, euer Rolf, ciao. Das Ding ist... Mmh.